Olaf Scholz und die halbe Bundesregierung kommen bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben. Nach dem Tod erwartet sie Erzengel Gabriel im Himmel. Ach, Herr Scholz und Anhang, dass Sie da sind. Wir haben Sie noch gar nicht erwartet. Also Sie haben jetzt die Wahl, müssen sich aber bis morgen entscheiden. Möchten Sie in den Himmel oder in die Hölle? Ich zeige Ihnen erstmal die Hölle. Die fahren runter, alles super. Riesengolfplatz, alle Freunde da, spielen und amüsieren sich, sitzen auf der Terrasse, spielen Karten, trinken Champagner, tolle Live-Musik, bestes Wetter. Scholz sagt, hey, nicht schlecht hier. Und der Himmel so? Gabriel startet den Fahrstuhl, sie fahren hoch. Blauer Himmel, weiche Wolken, alle liegen rum, chillen vor sich hin, meditieren. Gabriel, Sie haben einen Tag Zeit, sich das zu überlegen. Nächster Tag, Erzengel Gabriel kommt wieder und fragt Scholz, und? Wie haben Sie sich entschieden? Scholz so, also der Himmel ist schon klasse, wunderschön und so. Aber in der Hölle ist ja wenigstens ein bisschen was los. Also wir haben im Politbüro entschieden, wir gehen in die Hölle. Gut, Fahrstuhl fährt die Scholz-Regierung nach unten. Tür geht auf, werden sie schon von dunklen Gestalten rausgezogen. Alle Freunde stehen bis zum Bauchnabel in stinkendem Schlamm und müssen den in Tüten abfüllen. Sagt Scholz, hallo, was soll das? Das sah alles gestern noch anders aus. Wo ist der Golfplatz, der Champagner, das Clubhaus? Sagt Gabriel, tja, gestern war vor der Wahl und heute ist nach der Wahl.